Hallo zur endlosen Nicht-Einführung ins stille Sitzen. Heute haben wir die Blume und der Stuhl. Der Stuhl-Mini-Geschichte ist super einfach. Viele Leute, die anfangen und manche Einführungskurse machen, wo dann eben gesagt wird, wie man genau sitzen muss, übergehen, dass man in erster Linie so sitzen sollte, dass es angenehm ist. Und zwar nicht unbedingt irgendwas Unübliches, wenn ihr gewohnt seid, auf einem Stuhl zu sitzen, sitzt auf einem Stuhl. Ne, insbesondere, wenn die Leute eben zum Beispiel auf einem durchaus komfortablen Zafu sitzen, ne, dann trotzdem unteren Rücken oder irgendwelche Probleme kriegen, das sind schon Hindernisse, aber um das zu umgehen, um zu sagen, sitz jetzt erstmal, wie du es gewohnt bist. Ne? Und wenn du deinen Rücken anlehnen musst, dann mach das auch erstmal. Und es gibt Mönche und Nonnen, die meditieren auf dem Stuhl. Muss man nicht. Man muss nicht unbedingt kreuzbeinig oder voller Lotussitz. Das ist nicht unbedingt notwendig. Es ist ganz schön, weil es ein bisschen mehr Kontakt zum Boden gibt. Wenn ihr vollen Lotus könnt, ohne die Knie kaputt zu machen, dann gibt das noch mehr Stabilität. Aber alles, was das ausmacht, kommt viel später. Also warum muss mein Rücken so ausgerichtet sein und all sowas? Ist besser, wenn ihr das selber merkt. Also der Stuhl. Wenn ihr gewohnt seid, auf einem Stuhl zu sitzen, fangt Meditation auf dem Stuhl sitzend an. Ich glaube, die Blume machen wir nach unseren 5 Minuten sitzen und dann antworte ich auch auf die Fragen, wenn noch welche kommen. Eine sehe ich schon. Jetzt sitzen wir erstmal in diesem Moment für ganz kurze Zeit rum. Wie gesagt, wenn ihr gewohnt seid, auf einem Stuhl zu sitzen, bleibt auf dem Stuhl sitzen. Frei atmen ist gut, Augen schließen ist gut. Nur wenn ihr zum Beispiel ängstlich seid, was um euch herum passieren könnte, dann könnt ihr einen leichten Schlitz, also ein bisschen blinzeln, auf das ihr immer noch seht. Ich bin in Sicherheit, wenn das euer Thema ist, aber eigentlich, wenn ihr zu Hause seid, sollte da nichts sein. Geschlossenen Augen erstmal so sitzen, mit von selber aufgerichtetem Rücken sehr frei atmen könnt. Und wenn ihr euch jetzt ein bisschen bewegen müsst, weil ihr merkt, es zippt oder ist nicht richtig, ich kann besser sitzen, macht das. Richtet euch aus. Dieses Ausrichten nimmt mit der Zeit ab. Aber wenn ihr euch noch mal ein bisschen strecken wollt, dann könnt ihr das machen. Wir sitzen jetzt wirklich nicht länger als 5 bis 7 Minuten. Am Anfang ist das völlig ausreichend. Wenn ihr eine Zielgröße haben wollt, am Anfang ist es gut, morgens und abends 20 Minuten oder 30 Minuten zu sitzen, dann ist das ist aber für die ersten Jahre völlig ausreichend. Jahre, Jahrzehnt, morgens und abends 20 Minuten oder 30. Und ihr könnt euch da langsam dran tasten. An die Zeit länger. Aber stetig. Ja, wenn ihr euch vornehmt, vorm Schlafen gehen und nach dem Aufwachen möchte ich sitzen, bleibt dabei. Ja.
Der Körper ist hoffentlich einigermaßen zufrieden. Jetzt. Und achtet darauf, ob euer Geist turbulent ist, ob da Gedanken sind. Wie ist eure Stimmung, Gefühle? Und am Anfang wird oft gesagt, lass die Gedanken ziehen. Es ist schön, nur nehmen die euch mit. Das ist normal. Und wieder zurück. Wenn ihr erst dann merkt, dass euch die Gedanken irgendwo hingetragen haben, wieder zurück zum Körper, wie er da atmet. Nach euren Sitzungen könnt ihr aufschreiben, vielleicht ob ihr bestimmte Themen habt, die immer wieder auftauchen. Diese Gedanken. Was die Ursache für Stimmungen sind. Was lernen wir in diesem Moment? Jedes Mal neu. Müssen da nichts erreichen. Nur aufmerksam, freundlich und gelassen. Mit dem, was da jetzt ist. Noch eine Minute. Aufmerksam, gelassen und freundlich mit dir selber. Spielerisch mit dem, was da auftaucht. Und zum Abschluss jeder Meditation sich 3 Atemzüge lang Zeit zu nehmen, einfach um zu spüren, ohne Gedanken, einfach zu rekapitulieren, mehr auf Gefühlsebene, wie war das jetzt? Weil auch da, auf diese Art, lernen wir enorm viel. Am Anfang ist da wirklich nichts, was man mitkriegt und dann blabbert man sich diese Pause wieder mit Gedanken zu. Auch das ist normal. Nun öffnet langsam die Augen. Also die Hindernisse, die eurem Inneren lächeln, wenn Geist und Körper von selber zur Ruhe kommen, diese Hindernisse, die dem im Wege stehen, die sind nicht wirklich Hindernisse, sondern eher Lehrer. Weil der weise Umgang damit führt zu Selbsterkenntnis, ist niemals fertig,
hilft euch aber über die Zeit, über die Jahre, über die Jahrzehnte, euch besser selber zu verstehen und mit weniger Reibung, hätte ich beinahe gesagt, also harmonischer durchs Leben zu gehen. Das heißt aber nicht, dass ihr Sachen, an denen was gemacht werden muss, also in eurem Umfeld oder sogar politisch, einfach ertragt oder sowas. Dann unternimmt man was, aber weiser. Also ihr werdet nicht zu so einem Abziehbildchen. Im Gegenteil. Ihr werdet weiser und wisst mehr, wo ihr was erreichen könnt und wo es wirklich sinnvoll ist. Nicht nur für euch, auch für alle Menschen, und tut was Gutes. Also Meditation hat einen größeren Rahmen. Die Blume. Es gibt verschiedene Gleichnisse über die Blume. Also einmal, wenn ihr ziemlich neu dabei seid, dann seid ihr quasi diesem denkenden Geist erlegen. Der hat dann die Oberpriorität von Steuerung. Da, wo es hüpft, da muss ich drauf achten. Also alles, was irgendwie Attraktionen sind, darauf fliegt man. Die Blüte. Das ist das Gleichnis. Die Blüte. Gar nicht die ganze Pflanze, nicht die Blume, sondern man achtet nur auf die Blüte. Nimmt nicht wahr, dass diese Blume ja Bedingungen braucht, um zu wachsen. Und nur kurze Zeit im Jahr hat man diese Blüte. Man möchte die dann abschneiden und mit nach Hause nehmen. Also die Meditation, wenn man das als Gleichnis sieht, ist eben nicht auf die Blüte zu achten, auf irgendwelche Effekte oder irgendwelche besonderen Zustände oder irgendwelche Ergebnisse. Das ist punktuell, das ist die Blüte. Die taucht auf, die Blüte, keine Angst. Irgendwann. Öffnen des Lotus. Aber mehr wertzuschätzen, die Gärtnerarbeit, ist auch nicht. Wir machen Permakultur. Wir gucken uns an, welche Umgebungsbedingungen diese Blume braucht. Und dann noch einen Schritt weiter. Eine Künstlerin, Pippi Lotti Rist, hat in den 80ern, soweit ich mich erinnere, auf der Documenta so ein Video gehabt, wo sie immer in die Kamera sprang. Ich glaube sogar in das Video in einem kleinen Monitor in der Erde vergraben. Da könnte man reingucken und dann sprang sie einem immer entgegen und sagte, ich bin eine Blume. Richtig. Die Blume bist du. Deine Wachstumsbedingungen, deine Umgebungsbedingungen, dass du selber irgendwann Früchte trägst, dass du selber blühst. Also das Gleichnis finde ich besser. Das war die Blume. Mehr darauf zu achten. Dann ist man weniger darauf dahinterher, dass man blüht und die Blüte abschneidet. Sondern sagt, der Rest der Zeit, wo ich wachse und so, ist auch wichtig. Und daran eine subtile Freude, ein Mitgefühl für sich zu entwickeln und so weiter. Also die Umgebungsbedingungen festzustellen. Dass die Blume gut wächst. Gleichnis von der Blume. Dann haben wir die Frage, was weiß man über das Licht, das manche bei längerem Sitzen sehen? Ist das ein helles Licht? Wenn man stirbt, sieht man dasselbe Licht? Das sind ja schon wieder viele Fragen. Also Nummer eins ist erstmal, dieses Licht, Nimitta, wird das genannt, sieht man wirklich nur, wenn man länger sitzt,
wenn man durch die Hindernisse ohne Turbulenzen durchgekommen ist? Es gibt zwei Varianten davon. Eine forcierte, mehr Vorstellungsbild, die führt auf Abwege. Ja? Die benutzt man bei Visualisierungen und also ein Schamane kann den Patienten, würde ich das mal nennen, mit dem visualisierten Licht zum Heilen bringen. Hm? Man kann sich selber das mit Schielen oder Konzentration hier oben hin auch herbei fokussieren. Hm? Das ist aber nicht das, worum es geht. Das Licht, worum es geht, zeigt sich von selber, wenn Körper und Geist von selber zur Ruhe gekommen sind, zur Ruhe gekommen sind, zur Ruhe gekommen sind. Zur Ruhe gekommen sind. Immer feiner, subtiler. Ja. Irgendwann dann taucht so ein ganz scheues Licht auf. Und mit der Zeit, wenn man nicht danach greift, wenn man keine Ambitionen hat, das haben zu wollen, es ist tricky. Es ist, gerade gibt es so einen Übergangsbereich, wo man dann so ein bisschen, wo es einem gut geht, so ein bisschen Euphorie, das innere Lächeln, kann man eben auch so feststellen, dann möchte man das natürlich verstärken und haben und dann wird es nichts. Es ist eher vergleichbar wie Sitzen an einer Tränke in einem Wald oder so. Es ist ganz still. Es ist ganz still und kann die ersten Tiere kommen sehen zur Tränke. Die trauen sich dann. Und dieses Licht, das ist ein ganz scheues, ganz seltenes Tier. Eher damit zu vergleichen. Wenn Körper und Geist wirklich ganz, ganz ruhig sind. Extrem ruhig. Hm? Dann taucht das auf. Ist enorm wichtig. Ne? Aber um jetzt auf die Frage noch einzugehen, die Erwähnung, dass Mensch das erlebt hat, ist normalerweise in höchster Vertrauensgeschichte, weil das gleichbedeutend ist mit Erleuchtung, ja, in vielen Traditionen. Für mich hat das keine Bedeutung, ja, weil ich diese Kontemplation auf das Licht, so wurde das bei den Beginen genannt, ein besonderer Orden im christlichen Glauben, und ich habe das vermittelt gekriegt von einer Frau, die das wiederum von der Beginin quasi beigebracht gekriegt hat im Zweiten Weltkrieg, als Vierjähriger. Und dann ist natürlich, sind nicht viele Hindernisse da, weil man ist noch nicht mit so vielen Vorkonzepten belastet und so. Also man kommt da relativ schnell hin. Ein kleines Gebet vom Schlafengehen und dann merkt man den Unterschied zwischen dem Eingebildeten und diesem wirklichen Limiter und lässt die Finger davon. Und dann wird es größer und man geht darin auf und kann eben so Heilung erfahren und so. Aber je älter man wird, umso mehr hat man Konzepte, durch die man durch muss. Also die Hindernisse werden wichtig und man möchte was erreichen. Wenn man was erreichen will, dann kommt man da nicht hin. Nur in den Momenten, wo man dann in sich zufrieden ist. Also wir reden hier von was man in erster Linie selber erleben sollte. Alles, was man darum erzählt und so, ist dann verstärkt nur, dass man will dahin. Ja. Das hat keinen Sinn. Anfangen zu meditieren, eigene stetige Praxis, 20 Minuten morgens, 20 Minuten abends. Das ist, glaube ich, TCM-Standard. Der MBSR, also Mindful-Based Stress Reduction, Mindfulness, Achtsamkeitsmeditation, morgens 30 Minuten, abends 30 Minuten. Wisst ihr selber, das ist dann mit Tagebuch schreiben und auch in den Rückmeldungen mit den Kursleiterinnen und so, um eben diese Hindernisse zu bearbeiten. Aber diese Praxis wäre gut. Ne?
morgens eine Zeit, abends eine Zeit und erstmal dabei bleiben. Erstmal dabei bleiben. Stetig. Auf dass das wirklich eine Gewohnheit wird. Das ist das Wichtigste. Nicht hinter diesen Geschichten her sein. Ja. Wenn die auftauchen, ist das gut. Weil die tauchen eben von selber aus. Ja. Und je mehr ich den Sternbildern Namen gebe, umso weniger kann ich sie wirklich wahrnehmen. So ähnlich ist das mit dem Demeter. Ja. Aber der Vollständigkeit halber, es gibt da Versuche, es gibt ja diese Nahtoderlebnisse und so weiter. Ich selber habe mich da nicht so reingesteigert, aber ich weiß zumindest, die Neurowissenschaften können das auch künstlich herstellen, dieses Licht. Und es scheint das Gleiche zu sein. Also soweit ich mich noch erinnere, sind die gleichen EEG-Zustände da feststellbar und bestimmte Hirnregionen und so und bla 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 bla. Also es scheint das Gleiche zu sein. Aber das ist eben mir nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass man das Mensch auf den Weg kommt zur eigenen Meditationspraxis, lernt, das Lächeln entwickelt, merkt, ich muss dass der Tag da, also wie ich meinen Tag verlebe, damit zusammenhängt, enormer Einfluss darauf hat, was ich träume, Einfluss darauf hat, was mein Geist macht im stillen Sitzen. Und dann auch im Tagesverlauf freundlicher, aufmerksamer und gelassener mit mir, mit den anderen wird, von mir aus sogar aus blankem Egoismus, ne? Weil man merkt, es tut mir gut, es hilft mir, alle anderen sind zu mir freundlich, aufmerksam und gelassen. Das tut mir gut. Ich bin's mit mir, fühlt sich gut an. Ich bin's mit anderen. Und der Widerhall fühlt sich auch gut an. Also da kann man auch materialistisch dran gehen. Ich glaube, das reicht. Das reicht. Auch für Andreas mit der Frage. Also wir haben einmal Neurowissenschaften deutet darauf hin, dass es das Gleiche ist. Selber feststellen ist wichtig. Und es ist leider so, das Falsche kann man erzwingen. Führt auch zu Kopfschmerzen, wenn man es schielt. Es gibt Techniken, die das anwenden. Also es führt wirklich zu Abwägen. Wenn ihr solche herbeigeführten Techniken habt, dann bitte von jemandem anders, der Erfahrung hat, machen lassen. Und nicht immer wieder anwenden. Ja, sondern das sind eben, wenn man was erreichen will, dann geht man in Richtung Erreichen und dann lässt man das los. Das ist ein Instrument. Dieses Nimitta, was von selber kommt, das kann man kultivieren, aber das ist sehr subtil. Denkt an die Tränke. Das ist ein sehr, sehr seltenes, scheues Tier. So viel dazu. Danke fürs Mitmachen und viel inneres Lächeln bei eurer eigenen Praxis. Bis zum nächsten Mal.